Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist IWCD und willkommen zu einer weiteren Folge von Dizzy vs. Dinos! Zusammen mit dem DNR und wir haben letzte Folge diesen 100, damals noch, Anfang der Folge, 145er T-Rex gezählt. Und mittlerweile ist der 257. Also völlig krank. Was hast du da eigentlich gefarmt? Wo war mit ihm? Du hast eine 150-prozentige Axt. Ich habe gesehen, dass ich zwei Äxte gefarmt habe. Aber Junge, das sind gute Äxte. Eine 150er und eine 130er, die snack ich mir. Gerne, ich nehme die 130er. Nice. Hey, das ist doch ultra geil. Die war im Dings drin, im Alpha. Deswegen haben wir auch so unendlich viel Prime Meat. Das war im Alpha drin. Und Ramshackle Hide Gloves, ja gut, die sind egal. Aber, also Junge. Also, ja, und deswegen hat er auch so krank viel Level, weil der hat dann einfach einen Alpha getötet und dann hat er diverse Prontos, ein paar High-Level-Stegis und dann hat er halt Level ohne Ende gesammelt. Das war sehr, sehr effizientes Farmen, Level-Farmen auf jeden Fall. Aber wir können noch viel, viel effizienter sein, Freunde, denn wir haben ja noch das Rexchen am Start und wir haben auch noch eine Explorer-Note in der Mitte und ich glaube, wir müssen mittlerweile auch alles an Metall haben, um schon den zweiten Sattel zu machen. Ich habe nämlich parallel noch in der letzten Folge, als der DNR hier schon die erste Runde gegangen ist, ein bisschen Metall geholt und das auch hier in die Forges gepackt und auch Sparkpowder gemacht. Yes! Man hat es gerade, glaube ich, kurz gesehen. 86 Rohmetall ist hier noch drin und 97 da. Aber es war wahrscheinlich auch schon über 40 oder sowas. Ja, wir haben es 73 so, ne? Insgesamt. So, okay, ich habe sie vor der Nase weggeschnappt. Alles gut. Dass du hier auf dem Boot bist. Ich mache direkt einen Sattel, ja? Yes. Oh, da vorne wird er gemacht. Da vorne wird er gemacht. Und, Freunde, mein Inventar ist sogar halbwegs leer. Also, aufgeräumt? Ja. Wir können jetzt das alte Werkzeug wegtun. Wir haben jetzt ja beide gerade eine neue Axt bekommen. Machen wir. Die alte Axt direkt weg, ja. Hier vorne schön ist aufgeräumt. Die Waffen- und Werkzeugkiste, ne? Die andere große eigentlich. Sollte es mal sein. Ach, das ist die Rüstungsbox? Hier hinten ist Rüstung, genau. Und hier ist eigentlich die Rüstung. Früher hatten wir, Izzy, dafür ordentliche Beschriftungen. Man kann das beschriften? Wir haben Schilder gemacht, oder? Ich dachte, wir hatten so Schilder aber oder nicht sowas. Bei den großen Kisten, oder? Das wäre doch voll kompliziert, doch. Oder nicht? Doch, hier. Das kriegt man bei Level 5. Ich habe es gerade mal gemacht. Ich guck mal, was man dafür braucht. Für so ein Sign. Ich mache jetzt erstmal den Primitive Rag Saddle und schwimme nochmal eben rüber. Dann komme ich gleich nochmal vorbei. 257. Wir tun einfach mal so, als wäre Rexin sein Sohn, oder nicht? Ah, ne, geht ja gar nicht. Nein, das ist die Tochter. Nein, das ist nicht die Tochter. Wir vergessen es ganz schnell. Das ist seine Mistress hier. Das ist seine, also die werden, also eine Liebesbeziehung führen, ja. Ja, okay. Etwas älterer Kollege mit, das ist ja eine moderne Beziehung, also. Guck mal, Rexin hat gerade mal 3800 Leben. 3800 im Vergleich zu 16.300. Oh. Alter, ich glaube, bei Rexchen müssen wir dann tatsächlich nochmal ein bisschen nachholen und hier tatsächlich nochmal auf Leben gehen. Vielleicht knacken wir dann eines Tages mal die 10.000. Mal gucken jetzt auch so, das sind ja viele Sachen, die damit einspielen. Nicht nur das Leben, sondern auch Stamina wird nicht so gut sein, Melee-Damage wird nicht so gut sein und so. Ist natürlich alles ein bisschen anstrengender. Hier mal im Vergleich, wenn wir hier unterwegs sind. Stamina geht schon schnell runter, geht schon sehr, sehr schnell runter. Und jetzt nochmal switchen rüber zu Kommissar Rex. Let's go, mit grüner Unterbodenbeleuchtung. Ja, ist die Hälfte. Also es geht nur halb so schnell runter. Aber es ist trotzdem krass, finde ich. Bei Rex geht die Stamina trotzdem relativ schnell auch runter, ne? Aber die ist bei einem schnell runter? Ja, also ich finde die Ausdauer ist nicht so mega krass, aber es ist nicht so schlimm. Weil wenn du keine Stamina hast, dann kannst du dir ja trotzdem immer noch angreifen. Ist ja nicht so, als könntest du nicht mehr attackieren. Und du kommst schon selten in irgendeine bedrohliche Situation mit einem 260er Rex. Deswegen ist vielleicht ein bisschen nervig, dass man manchmal ein bisschen reloaden muss. Aber ansonsten alles gut, ne? So, ich bin jetzt wieder bei dir. Hast du jetzt was beschriftet? Ja, aber ist scheiße. Guck's dir mal an. Ja, hab ich mir schon gedacht. Der andere Seite. Der Text ist so klein. Rüstung so und das klein? Ü hat nicht geklappt. Du musst UE. Oh. Rüstung mit UE schreiben. Aber man kann auch nicht irgendwie. Man kann es auch nicht größer machen, Text, ne? Aber es ist besser, als ich dachte, tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass man das direkt da dran machen kann. Und dann aber auch immer, wenn man ungefähr, also ich kann es kaum lesen, so klein ist das. Ja, das stimmt. Ich weiß aber es ist cool, dass man es da dran flätschen kann. Sollen wir eine kleine Runde gehen? Ja. Eine ganz kleine aber nur. vorne würde ich sagen, auf jeden Fall bis zur Explorer-Note, zusammen mit Rexit und Kommissar Rex. Wir werden alles wegmetzeln. Was haben wir, sag mal ganz ehrlich, was haben wir bislang gesehen, was für uns bedrohlich werden könnte? Den Titano?
Könnte der Titano für uns bedrohlich werden? Der, ja, 100% kann schon, oder? Kann er eigentlich auch sein, irgendwie runterhauen oder irgendwie sowas? Ja, und ich glaube, der kann alles kaputt machen. Ich weiß nicht, ist vielleicht sogar Metall, auf jeden Fall so fast alles kann er kaputt machen. Ja, aber ich meine jetzt, wenn wir jetzt mit zwei Rexen unterwegs sind, wo so, einer so high-levelig ist. Ja, nicht, also... Giganotto? Also Giganotto kann uns wahrscheinlich sogar, wenn er High-Level ist, beide klatschen. Oder gibt's denn nicht nur ein Level 1? Ich glaub, wieder egal, Alpha. Der ist wild richtig krass. Nein. Wieder ein Alpha. Alpha. Doch. Ernsthaft? Alpha. Ja. Ein Alpha-Raptor. Oh mein Gott! Kann der mal wieder was Cooles droppen? Da sieht man, aber auch ein bisschen weniger Leben als davor. 1100 Schaden. Ja, wenn du den Kopf triffst, ne? Krank. Ich hab grad 1185 Schaden gemacht. Aber ey, was das auch für ein Problem gewesen wäre, wenn wir... jetzt hier nicht die beiden Rex hätten, weißt du? Zwei Alpha-Raptoren direkt wieder bei unserer Basis. Ja, und wir ja, so, stimmt. Ja, gut zum Leveln, danke. Ja, hoffen wir mal einfach, dass der Rest da vorne in Frieden weitermachen kann. Ich würde sagen, das wir machen erstmal durchlaufen und noch nichts töten, sondern genau. Den, ne? Die Explorer-Naut holen und dann yep. Mies eskalieren. Okay, mein hat auf jeden Fall deutlich weniger Stamina, weil ja, ich kann ja. Schon nicht mehr laufen. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen drauf leveln. Warum wird oben rechts so ein schwarzes Gewichtssymbol angezeigt? Ist das bei dir auch? Nee. Drück mal H, dann steht ach, daneben ja, was. Nee, da steht nichts daneben. Hä? Ein schwarzes Gewichtssymbol. Ja, also das, was man rechts in kleinem Blau hat, was sich füllt, habe ich jetzt ganz groß oben in schwarz. Heißt das vielleicht, dass man mit diesem Dino besonders schwer ist? Und der deswegen vielleicht ah, irgendwelche ja. Probleme macht. Und Sachen kaputt macht vielleicht. Oder dass er ja, deswegen genau. Sozusagen, wenn über was rüberläuft. Das ist das bestimmt. Das ist vielleicht das Zeichen dafür, dass er halt eben so Bäume kaputt macht beim Vorbeilaufen oder so. Aber warum steht's bei mir nicht, frage ich mich. Ach, das steht bei dir nicht? Nö. Das stimmt. Dann ergibt es irgendwie doch keinen Sinn so richtig. Aber man merkt schon, bei dir ist mit Stamina ein bisschen stressig wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ich muss halt die ganze, ich lasse auch nicht ganz auffüllen, sondern ich gehe jetzt auch mal, ich habe 9 Level, ich gehe jetzt mal vor auf Stamina. Wie viel Stamina hast du? Stamina ist bei 1512. Ah, okay. Ich hatte 900 und ich bin jetzt aber auch bei 1400. Also ich habe halt mal ein paar Level reingetan. Hey, dann sind wir ja doch ähnlich. Ja, also für 50% mehr hattest du. Geh mal hier hoch. Wie wir einfach wie hier so reinlaufen. Aussieht. Hier muss, wo ist denn hier die Explorer Node, ist die große Frage. Das ist ja übelst unübersichtlich, vor allem mit einem Rex hier durchzulatschen. Ich wette, die ist oben drauf. Ich glaube, die ist unten. Ehrlich? Nö, aber ich wollte gegen die. aber hier unten. Boah, ist das unübersichtlich. Ich glaube, ich steige mal kurz ab. Ich hoffe, dass ich die jetzt nicht direkt. Und dann so aus Versehen drauflaufen. Ja, aber ich glaube, drauflaufen macht die gar nicht frei. Doch, oder? Die geht. Doch, vom nur drauflaufen. Muss man nicht reingucken. Wenn du zu nah dran bist. Nee. Auch wenn man nicht auf dem Dino ist. Ja. Deswegen okay. Aktiviert man die dann gerne mal, sag ich mal, so aus Versehen. Sag ich mal so, im Prinzip kann man so sagen, letztendlich. Hä? Wer greift mich denn hier wieder an? Oh nein. So ein Mini-Ding. Ja, ja, wieder irgendein kleiner nerviger Flug-Dino. Machen mal alle auf Passiv, wir entspannen uns alle mal ein bisschen. Also diese Burg ist krass. Die ist echt krank, das ist die größte Ruine, die wir bisher gesehen oh, haben. Oh Gott, ich hab richtig voll Damage mir gerade. Also richtig ist übertrieben, aber ein bisschen auf jeden Fall ruhig. Unten am Wasser? Ich schau mal unten am Wasser. Dieser ganze Farn hier und so, wie geil das aussieht. Die Befürchtung ist nur relativ groß, dass ich gleich einfach wieder Gras ausmache und es dann sowieso direkt sehe. Direkt vor deinen Augen ist so. Das ist ja häufig echt in irgendeiner kleinen Mini-Ecke dann. Ja, ich glaube, bevor wir uns hier jetzt komplett einen absuchen. Ja, ja. Ich mache einfach mal kurz Gras aus. So, Grass Enable Zero. Bam, let's go. Jetzt geht das langsam aus. Oh, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Ich hätte es gar nicht ausmachen müssen. Ich hab's gefunden. Ach. Direkt vor mir. Ich kann es direkt wieder anmachen. Nice, dann warte kurz, dann komme ich nämlich, dass wir es gleichzeitig aufmachen, oder hast du schon? Nee. Warte mal, ich muss kurz den Standort merken. Wo bin ich denn? LOL, das ist direkt am Anfang. Das ist, wenn man am Anfang die Rampe, die wir hochgegangen sind, direkt ja. Links. Sofort. Oben? Ja, also die erste Rampe. Ich muss jetzt erstmal wieder zurückgehen und Rex holen. Die erste Rampe und dann direkt, wenn du die hochgegangen bist, links. Pass auf, nicht immer noch nicht, aber gut, dass du es siehst. Nicht öffnen. So, oh Gott, ich sehe hier nichts. Das ist halt das Rex-Thema. Halt ich habe ja auch riesig. Geguckt, aber habe ihn nicht gesehen. Ach, das Kleine da am Fenster? Ja, unten direkt. Ja, genau, da unten die kleine Minikiste. Siehst du die? Jetzt nee, direkt, die ist direkt unter mir. Aber kann ich die überhaupt öffnen? Indem ich drüber also, laufe? Auf dem Boden oder hier oben? Ja, ja, auf dem Boden. Direkt hier also, unten, ich mein, wo diese kleine Tür ist noch. Auf der Ebene oder auf dem Sand um Strand? Ach, da, ja. Ja. Jetzt sehe ich. Ich habe sie geöffnet, oder?
Jawohl. Schön. Jetzt musst du wieder da weggehen, sobald du kannst, damit ich hin kann. Am besten rückwärts. Ach so, hast du den Boost nicht automatisch mitgekriegt? Nee, ich muss selber rauflaufen. Okay. Yeah. Let's go. Ich muss selber hier rein. Was machst du denn fest. Da? Bin zu fett geworden. Jetzt. Und? Jetzt? Hast du? Ja, ich hab sie, ich hab sie. Let's go. Okay, nice. Dann gehe ich jetzt hier mal, nehmen wir den Hinterausgang hier wieder runter. Oh Gott, das ist echt so ein Schwerlasttransport. Jetzt habe ich das Symbol übrigens nicht mehr oben rechts. Hä? Hier ist irgendwas, das rot leuchtet. Aber ist irgendwas anderes, ne? Ja, komm, wir gehen lieber auf den Fluss. Weil aber hier ist was Starkes, hier ist was Starkes. Echt? Ich glaube Terry oder so. Ja, ist ein Terry. Ja, kill du mal, ich sehe gar nichts. Also ich versuche da irgendwie reinzukommen, aber es ist so ein Durcheinander. Der ist tot, bevor du da bist wahrscheinlich. So, ein bisschen noch von mir. Jawohl, ich habe ihn getötet. Mit einem Bissen. Und direkt wieder Level-Ups, nice. Level-Ups. Auf was gehen wir denn jetzt am meisten? Also ja, Schaden. Ja? Aber du gehst noch, dass wir die gleiche Stamina haben, ich mach auf, ne? Leben. Genau, ich geh noch ein bisschen Stamina und dann gehe ich auf Leben und... Sorry. Wir hängen hier so sind schon gut befreundet fest. Hier. Ja. Gehen wir Richtung Redwood? Ja, wir gehen weiter. Ja, ja. Wir erkunden. Was Neues wollen wir sehen. Okay, ich muss Stamina reloaden. Ich gehe trotzdem... Ah ne, ich habe ja gar kein Level-Up noch nicht bekommen. Kann man eigentlich irgendwo nachträglich noch einsehen, wie viele Level man gemacht hat? Ich meine, wir wissen es jetzt, 245, das heißt, wir haben jetzt hier schon 115 Level mit dazu gemacht. Aber das kann man nachträglich auch nicht mehr einsehen, ne? Nee, man muss vielleicht merken. Man kann sich abschätzen anhand der XP und dann ausrechnen. Ja. Okay, ich habe Stamina wieder voll. Same. Dann gehen wir mal hier durch. Sieht so krass aus. Dieser Fluss sieht eh so cool aus. Hier ist ein kleiner Kano. Moin, Kano! Hast du Bock auf ein bisschen Stress oder was? Oh, der war One-Shot. Der war einfach... Einfach zack. Oder wieso gab es da gerade noch ein zweites Schadenssymbol? Der war doch direkt down. Und wenn man hängen bleibt, kann man, glaube ich, auch einfach attackieren und es löst sich auf. Ja, ja, genau. Wenn so ein Baum oder sowas festhängt, einfach attackieren und das war's mit dem Baum. Aber wir brauchen jetzt mal Dinos hier. Unsere Zeit läuft ab. Ja, vorne ist auf jeden Fall... Stimmt, die Zeit läuft ja auch die ganze Zeit. Hier ist echt gerade nichts los. Also gleich kommt hinten Redwood und links davon Sumpf. Da geht immer viel ab. Ja, da wird sehr, sehr viel. Hier rechts sind ein paar Sachen. Ja, die Schildkröten. Ist ja auch, weißt du, man muss ja auch nicht mehr irgendwie aussuchen, was man tötet. Du kannst einfach alles töten. Ja, ja. Das Problem ist nur, gut, die sind aber auch natürlich auch direkt down, ne? Deswegen. Ja, ja. Das dauert ja nicht mal Zeit. Also, aber ich mache nur 161 Schaden und du machst 234. Also, du machst schon deutlich mehr Schaden. Ja, ist halt High-Level-Dino, ne? Ja. Aber das ist auch ein 120er Cabo. Und je nachdem, wo man tritt boah. Ja. Auf dem vorne Kopf macht man 469. viel mehr Schaden auf dem Kopf. Und schon wieder keine Ausdauer mehr. Ja, nach jeder Kampf holt einen halt runter, ne? Ja, voll. Das ist halt das Rex. Ist halt überstark, aber richtig wenig Ausdauer. Aber wir können da vorne jetzt gleich richtig krass in den Raptor-Kampf gehen. Da vorne sind nämlich mindestens drei Raptoren. Ah, die sind ja, aber gut, natürlich dann kann man wahrscheinlich einfach stehen bleiben, die kommen zu einem. Das sind gleich die besten Kämpfe, sind Sachen, die zu einem kommen. Ja, das stimmt. Die man dann einfach holt. Und jedes, alles, was wir töten, gibt halt so viel, also alles Große, was wir töten, gibt so viel Level, wo man sonst viel länger braucht, einfach um diese Rexe zu... Sieht aus wie Dilos vom Rex ausgesehen. Ehrlich, ne? Alle One-Shot gefehlt. Auch so ein Dödel, der braucht auch voll ewig. Der hat gar keine Zeit, sich einzurollen, weil er direkt tot ist. Aber wenn wir langfristig viel mit denen laufen wollen, was wahrscheinlich eh nicht so wird, weil die Säbelzahntiger einfach flexibler sind, aber dann müssten wir eigentlich auf Stamina gehen. Aber deren Stärke ist ja eigentlich die Power, ne? Ja. Oh, zwei Brontos, ja, die können wir killen. Ja, ja. Dafür ja, brauchen und wir ich glaube auch, selbst wenn du das doppelt hast an Stamina, sobald man... Es geht weniger um das Laufen, sondern einfach, dass du im Kampf halt sofort alles an Stamina verlierst. Ja. Ich glaube, Stamina wird niemals gut sein halt bei denen. Aber halt Melee-Damage ist halt brutal. Ja. Und Leben lieber auch. Mehr Melee-Damage, dass sie schneller tot sind und man dann dementsprechend weniger... angreifen muss, weißt du, spart auch Stamina. Ich habe jetzt 500 Milli-Damage. Ich habe einfach nur nicht mal 200. Das ist krass, ne? Aber ist ja auch Low-Level, ne? Also, wenn wir irgendwann noch mal ein High-Level sehen, ist auch klar, dass wir ihn holen werden. Aber jetzt für den Moment ist überhaupt schon mal gut, zwei zu haben. Wir brauchen mal, hier weiß auch kein Spino oder so, wir brauchen mal irgendwas richtig krasses, was uns in den letzten 300 Sekunden, die wir noch übrig haben, uns mal so einen kleinen Boost verschafft. Deswegen hoffe ich, dass wir entweder vorne im Sumpf nochmal irgendwie was Krasses finden. Wie wär's nochmal mit deinem riesigen Insekt, was du da letztes Jahr gefunden hast? Oh, ich weiß nicht, ob wir den töten könnten, ehrlich gesagt. Das ist wie ein Helikopter, der schießt auch noch Sachen und so. Aber ich weiß ja nicht, wie der agiert, aber mit so einem High-Level-Rex? Ja, schau mal, also, was im Job drin ist. Ich muss Stamina reloaden, genau, ich guck mal. Oh, perfekt.
14 Narkopfeile immerhin. Ein Futtertrog. Ey, wir können uns eigentlich einen Futtertrog mal aufs Haus stellen. Gar nicht so schlecht. Suppe. Stimmt, ja. Suppe, Seife meine ich. Oh, warte mal, hier sind krasse Sättel. Was attackiert mich eigentlich die ganze Zeit? Wer ist denn hier so frech? Bei mir ist ein kleiner Dilo, der frech ist. Ach, das war ein Piranha. Ey, was habe ich hier eigentlich für Sättel bekommen? Ein Araneo-Sattel. Was ist denn ein Araneo? Das ist doch so eine, diese Spinne, die es in den Höhlen manchmal gibt. Oh, ein Ankylo-Sattel in lila. Ein Journeyman. Journeyman und ein Mastercraft-Sattel. Was ist das? Spinnen? Ja, so Ara ist doch irgendwie immer so eine Spinnensache. Wegen Arachnophobie meinst du? Oder ich denke ja. Hä, aber ich weiß gerade gar nicht, was das für eine ist. Also was das für ein Dino sein soll. Wo bist du eigentlich? Ich bin ein bisschen weiter zurück, weil mir ist zu heiß. Ich sterbe irgendwann, weil mir zu heiß ist. Aber ich hoffe, dass es einfach davor wieder kalt wird. Stimmt. Deswegen bin ich mal kurz. Ich habe mir alles ausgezogen. Was sein muss. Aber das sieht ja aber auch geil aus mit dieser Holzbrücke da drüben, ne? Das wäre rechts, wenn man rechts abbiegt. So ein umgefallener Holzstamm, der so rübergeht. Ich hoffe, dass du. Ich komme gleich mal nochmal vorbei. Ich habe hier gerade mal kurz ein Diplo weggesnackt. Auf kleine Zwischenmahlzeitbasis. Ein kleiner Megalosaurus kann mir auch mal kurz snacken. Aber ich muss sagen, es macht schon viel mehr Spaß auf deinem. Also der Kommissar Rex ist einfach, das ist halt dieses wirklich so One-Shot. Ich muss nur hinterherlaufen bei den Sachen, die weglaufen. Ich mach so 130 Schaden oder manchmal wie 200 mit dem Multiplikat. Du machst halt so 500 Schaden. Ja. Ja, und dann kommt halt, boah, nee, guck mal, wie zugewuchert eigentlich hier der Sumpf ist, ne? Man sieht hier halt einfach nichts. Im Wasser. Im Wasser kann man aber ganz gut durchlaufen, glaube ich. Stimmt, aber man kann auch einfach sofort alles fällen, das ist auch schon krass. Ich bin im Wassi. So, wo ist der DNR? Stamina aufladen, ne? So ein bisschen hinter dir. Wie ist bei dir die Temperatur? Wird die besser eigentlich? Ja, hier im Sumpf ist besser jetzt. Weil ich hatte auch nur noch Hälfte Leben. Aber ich glaube, Sumpf ist ein bisschen kühler durch die Mangroven und so weiter. Besseres Klima. Ah ja, na klar. Weiß ja jeder. Ich mach dir einfach mal hier schon mal ein bisschen den Weg frei. Es ist schon krass, wie brutal man so einen Wald einfach abreißen kann mit so einem Rex, wenn man einfach da rein attackiert. Es fällt einfach alles um. Da vorne ist ein Pferd. Waldbaden ist hier, es ist modern. Wir haben noch 150 Sekunden. Ah, da bist du ja. Wir müssen auf jeden Fall das Pferd da vorne noch töten. Okay, egal was wir sehen, ne? Auch irgendwie, hier sind auch Sarkus und so. Man muss einfach töten. Ja, weil ich mir gerade ein bisschen die Frage stelle, wo die denn eigentlich sind. Was hat mich denn jetzt attackiert? Ferdinand! Ferdi! Let's go! Ich bin mir sicher. Da ist ein Pferd. Stark. Komm, hau auch einmal drauf. Ah, schade. So, jetzt hier, wo ist denn irgendwas? Das Ding ist auf dem Rex, dich greift ja auch von sich aus nichts an oder fast nichts, ne? Ja. Das ist auch, also zum einen gut, aber zum anderen auch nervig, weil du musst alles selbst angreifen. Ja. Hier ist aber auch, was ist das für ein Sumpf? Man hat auch, hier ist glaube ich ein Mikroraptor, kann der uns nicht runterholen? Oh ja, ich weiß, vielleicht sind wir zu hoch, als dass er das könnte. Also Todon war gefährlich. Das. Aber hier kommt echt nichts. Da gehen wir schon in den Sumpf rein. Ach, wir haben auch irgendwelche komischen Blutegel an uns dran, glaube ich. Also ich zumindest. Ich nicht. Oh, Terrorbird, ganz viele. Wo? Wo? Die sind super zum. Oh, sehr gut. Die sind super. Oh, die hauen aber, glaube ich, ab. Nein. Junge, das ist ja wirklich krank. Was passiert hier? Irgendwas kill ich, aber ich sehe nicht was. Ich glaube, das waren wahrscheinlich die Terrorbirds, ja. Also oben stand gerade aus dem Terrorbird getötet. Immerhin. Hier ist ein Frosch. Auch gut. Boah, man sieht nichts. Die sind so riesig. Du killst einen Sarko! Ich hing an einem fest, zwei sogar. Ich hing fest und kam nicht weg und dann habe ich so einmal gebissen und dann war es. Oh, Sarko! Ja, die müssen doch alle den Schock ihres Lebens haben. Ja, Vorsicht, der Frosch auch nicht, dass er uns irgendwie noch holt. Also wahrscheinlich mit deinem kein Problem, aber bei meinem musst du sogar ein bisschen aufpassen. Ich meine, mein, ist ja nur eine kleine Süße, ne? Ein Rexchen halt. Du meinst, dass er uns ausnockt? Belzebufos hier zwei Stück. Ja, bei das mir. Das ist auf also Level 90er. Dauert noch, aber Torpor ist schon ein bisschen hochgegangen. Aber es sollte kein Problem sein, aber hier sowieso nicht. Aber die halten ja übelst viel aus. Das sind einfach Frösche gegen den T-Rex. Was ist denn das für ein Lifestyle? Level 90 war der aber auch. Was ist da? Hau ab, es ist ein Alpha-Rex. Wir hauen ab, wir hauen ab. Oh nein, nein. Das ist ein Alpha-Rex. Ich kann nicht mehr laufen. Er kommt, wir müssen kämpfen, glaube ich. Nein. Das ist ein Alpha-Rex, Sisi. Nein. Siehst du das Level? Sollen wir gegen den kämpfen? Ich glaube nicht, dass wir abhauen können. Oh was mein. Für ein Level ist er? Ich komme zurück. Oh mein was Gott. Was für ein Level ist er? Oh mein Gott. Ich versuche von hinten.
Ich komme nicht. Ah, er macht mir nur 59 Schaden. 95 okay. Schaden. Ich mach 400. Aber er hat ultra viel. Er hat ultra viel Leben. Okay. Er ist nur oh Level 10. Das ist gut, Izzy. Wir können das schaffen. Ich oh mein Gott. Ich versuche mal von hinten, damit er mich nicht so trifft, damit ich nicht so viel Schaden bekomme, weil ich habe viel weniger Leben. Wie kann es sein, dass wir im Sumpf sind und ein Alpha-Rex auf einmal vor uns steht? Im Sumpf. Wir waren gerade noch alleine. Und jetzt wissen wir auch, warum wir alleine waren. Weil der alles zerstört hat. Vorher wahrscheinlich. Ja, richtig. Er ist down. Junge! Hä? Wie krank ist sie? Ich habe noch nicht mal ein Viertel Leben verloren. Daran siehst du, wie krass der ist. Also abgesehen vom Giganotto ist das, oder Titan ist das der krasseste Dino, den du an Land begegnen kannst. Klar war nicht der absolute High-Level, aber es war trotzdem ein verdammter Alpha-T-Rex. Und wir haben ihn so easy getötet. Junge, Junge, Junge. Aber wo ist denn sein... Ich habe gar nichts aufgenommen. Hast du was aufgenommen? Automatisch im Inventar vom Kommissar Rex müsste es sein. Ja, aber da ist nichts. Weil der hat ihn getötet. Wieso komme ich auf Kommissar Rex eigentlich nicht mehr drauf? Hä? Ich komme nicht mehr auf den drauf. Wieso? Hä? Das weiß ich nicht, Kommissar Rex. Sieht ja bei mir ganz normal aus, als ob er hier eigentlich nur steht. Ja, auch, aber... Warte mal, man geht doch mit E auf Dinos drauf. Ja, ich komm oder mit F. Nee, mit E. Ich komme nicht drauf. Ich versuch's mal. Komm mal rauf, ich nehme mal den Sattel runter und tu ihn wieder rauf. Ja. Ich kann auch nicht rauf. Was ist denn das für ein Bug? Arg, was ist mit dir? Also ganz normal mit rauf e? Kann ich nicht E gedrückt halten und dann? Und dann rechts auf das Reitsymbol. Right. Ja, das funktioniert. Heavy random wieder von weird. Arg. Ja. Aber es kann doch nicht sein, auf dass... Auf Rexing kann ich ganz normal. Aber wir müssten doch, normalerweise müssten wir doch was bekommen haben. So eine Trophäe alleine für den Alpha-Rex und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, aber der hat nichts. Also bei mir ist im Inventar auch nix. Ich gehe hier nochmal auf Melee Damage. Der ist. Weil das kann ja auch ein richtig guter Drop eigentlich sein. Also die können potenziell ja richtig gute Sachen droppen, aber hier ist nix. Hier ist aber auch keine Trophäe irgendwie für einen Rex oder so. Die muss dann auch irgendwo im Wasser sein, vielleicht kann ja nicht sein. Vielleicht hat ein Leech den letzten Kill gemacht, deswegen ist er sozusagen weggegangen und wir haben es nicht, das Inventar nicht aufgesammelt, weißt du? Und dann liegt hier irgendwo noch ein. Sein Inventar. Ja, ich versuch's. Du hast absolut recht, das sollten wir dann einmal einsammeln oder einmal suchen. Weil das wäre schade. Oh, was ist das hier? Ein Demo oder so. Ich sehe auch Alpha Raptor Claw, der ist ja drin, aber ja, sonst ist definitiv da nichts. Ich mach trotzdem nochmal Gras aus, vielleicht geht ja nochmal was anderes hier weg, unter Wasser oder so, damit das irgendwie ein bisschen besser zu sehen ist. Weil ich weiß ziemlich genau, dass wir den ziemlich genau hier getötet haben. Den ja. Trodon. Jetzt ist natürlich der Boden hier braun, es ist Wasser und so. Es ist schon schwer zu sehen, aber ich such auch gerade. Aber eigentlich farmen die doch auch automatisch, oder? Als du den, Ja, ja, das Einzige wäre, wenn jemand anderes ihn getötet hat. Weißt du, hier sind so manchmal andere Sachen, die dann auch töten können. Und anders tötet ein Alpha-Rex? Ja, einfach nicht getötet, sondern das, die Leiche aufessen. Und wenn er den letzten Bissen beim Leiche aufessen gemacht hat... Ach so. Dann könnte das... Oder bist du sicher, dass er nicht bei dir im Inventar ist? Ja, ich habe geguckt. Ich habe beim Rexing geguckt, da ist nichts drin. Oh. Also ich habe Leechblatt drin, ein Sakusau-Skin, aber man bekommt ja auch diese Trophäe. Es vom Alpha so T-Rex. Krass, ich komme noch nicht mal ins Inventar rein. Ich so kam random. Rein bei dir ins Inventar. Achso, warte mal, das ist der, den ich, das war ja der, den ich geritten habe. Genau, das hier ist Rexchen. Ich komme nur ins Inventar, wenn ich das wirklich auch mit E gedrückt halte, nix, das Inventory. Ich komme mit F ins Inventar von ihm rein, da ist definitiv nicht drin. Nee. Bei beiden nicht drin. Vor allem, wir suchen und suchen und suchen die ganze Zeit. Von oben, von allen möglichen Winkeln. Aber wir können nichts finden. Ich habe noch herausgefunden... Oh, ich werde von dem Diplo gerade weggehauen. Ah ja, ich auch. Man kann mit K rauszoomen und dann auch so ein bisschen unter Wasser gucken. Aber es ist halt eine absolut braune Suppe hier. Wir fragen uns auch so ein bisschen, warum das Ark uns eigentlich so schwer macht. Und so eine braune kleine Tasche macht, die man einfach extrem schwer finden kann. Ich finde ehrlich... Also ich persönlich finde nicht, dass das ein cooles Spielerlebnis ist, wenn... man Probleme einfach hat, obwohl man ja ganz offensichtlich einen Rex getötet hat, dann die Sachen zu finden. Weißt du, das wäre für mich jetzt nicht so mega erstrebenswert, sich danach noch auf die Suche zu begeben. Hat für mich jetzt nicht so einen ganz großen Mehrwert. Aber vor allem, das ist einfach wie Steine aus. Wirklich, ein Rucksack sieht ja wie ein Stein aus. Ja. Aber ich habe auch genauso wie sie hier alles abgesucht, Leute. Nee, wir müssen es leider sagen, wir haben den leider nicht gefunden. Bisschen schade, weil... Ich hab ihn! Was? Es hat sich gelohnt! Oha! Eine Mastercraft-Axt, 192%. Holy, das ist richtig stark. Ultra geil. Ey, das hat sich jetzt so gelohnt.
Nice. Es, irgendwas sonst hatten, noch irgendwas? Dann kannst du die Journeyman haben, dann haben wir 192,150. Okay, aber was ist das Angriff von irgendwie Lychees oder so irgendwas? Pfeile. Ich sehe es gerade nicht. Wir haben noch ein Rezept für Foco Chili. Alles Müll, aber die das. Axt ist ultra geil. Ja, stimmt, hier war irgendwas. Bist du gerade auf rechts? Leech war da. Dann hat man den Effekt. Ich komme hier einfach nicht drauf. Ich muss E gedrückt halten, ansonsten kann ich keine Rexe mehr reiten. Sollen wir uns mal wieder auf den Weg zurück machen? Können wir machen, ja. Oh, weißt du, wir haben echt, also, wäre krank gewesen, wäre der Effekt noch da gewesen, auch leveltechnisch, vom, von der Dings. Jetzt kann ich nicht mal mehr reden. Von der Explorer Note, das wäre krass gewesen. Dann noch den Alpha Rex, ne? War aber, glaube ich, nicht mehr drin, ne? Nee, war nicht mehr drin, auf keinen Fall. Aber egal, wir haben den Alpha Rex. Ich war so überzeugt davon, wegzurennen, bis du gesagt hast, ja, wir müssen kämpfen. Und dachte ich so, ja, vielleicht echt mal schlau, um einfach mal zu kämpfen, anstatt wieder abzuhauen. Ich glaube, wir müssen ja, und der ist halt schneller als wir, glaube ich. Ich glaube, Alpha sind immer schneller als die normalen Varianten. Da hast du keine Chance. Also, ist das so? Er war ja auch aggro auf uns. Und der hat ja auch unendlich Stamina. Und wir haben nicht unendlich Stamina. Also, da ist, glaube ich, also wenn er höchstens, er würde irgendwo feststecken, ne? Aber an sich wäre es sehr schwer gewesen, da wegzukommen. Ja, aber das, genau, ein Rex steckt halt nicht so richtig fest eigentlich, weil er halt einfach Bäume abreißt. Das juckt ihn ja nicht so wirklich. Ich suche die ganze Zeit, wo wir lang müssen, dabei haben wir ja mittlerweile hier in Ark offiziell die ganzen Anzeigen, wo wir unsere Partner-Dinos sehen. Das ist ja eigentlich ganz offensichtlich, wo wir hin müssen. Was ist denn er gewesen für ein kleiner? Achso, ein Kackewerfer, glaube ich. Oh Gott, ich habe so viele Effekte. Ich habe Blutegel. Ich habe gerade noch irgendwie so einen Effekt bekommen. So viel. Was ist er eigentlich hier nochmal für einer? Was heißen die denn nochmal? Das Einfachste, um herauszufinden, wie das gegnerische Dino heißt, ist ihn einfach irgendwo zu töten. Dann wird, nämlich oben. Dann wird nämlich oben angezeigt, was man getötet hat. So. Oh, man merkt den Unterschied schon. Ich bin gerade auf Rexchen. Man merkt den Unterschied schon extrem. Junge, ich habe gerade, es war natürlich mit Multiplikator auf dem Kopf oder so 1200 Schaden gemacht für so einen Flugdino. Jetzt habe ich, hab ich schon direkt was anderes getötet und gar nicht so schnell gelesen, was das erste war, was ich getötet habe. Das sind natürlich dann die Luxusprobleme, die man dann so hat. Wir können auch wieder tauschen, ne? Dann hast du wieder. Ja, wir lassen mal eben kurz tauschen. Das sind die Luxusprobleme, wenn man so krank starke Dinos hat. Aber ich verstehe es nicht, warum ich nicht einfach mehr auf Sachen draufgehen kann. Also auf Dinos draufgehen kann. Wer ist denn jetzt hier eigentlich schon wieder und nervt? Ein Terrorbird war da. Ah, stressig. Ein kleiner Terrorbird. Wie wir hier einfach entspannt zu zweit rumlatschen, nicht mal mehr Angst haben vor Alpha T-Rexen, weil man hat gerade gesehen, der war zwar nur Level 10, aber ich habe hier noch nicht mal ein Viertel Leben verloren. Okay, also aber immerhin Viertel. Wir haben es aber auch gut gemacht, weil ich bin immer schön nach hinten gelaufen, immer wenn es ging. Manchmal hatte ich keine Stamina, aber immer wenn es ging, bin ich nach hinten gelaufen. Und dadurch bin ich dann, hat er mir keinen Schaden gemacht. Und wir hatten halt zu zweit haben wir Schaden gemacht. Und ich habe die ganze Zeit versucht, auf den Kopf drauf zu klatschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da jetzt einen großen Unterschied gemacht hat bei dem Rex von vorne und so. Aber hat sich auf jeden Fall ganz gut angefühlt. Aber ich habe tatsächlich auch ein Level-Up anscheinend bekommen. Ich gehe nochmal voll auf Fortitude, weil Fortitude nervt so oft, dass einem zu heiß wird. Wo sind wir denn jetzt eigentlich mittlerweile? Also ich bin jetzt bei Level 76. Weißt du, was wir jetzt haben? Mit 76? Jo. Aber einen normalen oder einen Plattform? Normalen. Aber der normale ist auch schon nicht schlecht, weil man ja Dinos transportieren kann. Oh, Hallöchen, Rexy. Ein kleiner Rexy. Warte mal, welches Level? Verpiss dich, ich sehe es nicht. 20. Ja, Opfer. Nicht. Opfer. Guck, wie schnell der tot war. ja, wir könnten aber damit, klar, wir könnten ein Quetzal noch nicht, also keine Plattform drauf bauen, die Piraten der Lüfte werden. Das wäre für uns so ein bisschen so das Hauptziel, finde ich, einfach Piraten der Lüfte. Vom Wasser zur Piratenbucht bis in die Luft. Und was wir noch gar nicht auch gemacht haben, ist einfach mal eine Höhle oder so, ne? Stimmt, entsteht noch einiges bevor. Dafür sind, glaube ich, die Saber-Tipps super. Ja, wir sollten unbedingt auch mal eine Höhle machen. Jetzt geht die Stamina aber wieder zu Ende. Freunde, ich habe mich komplett verfangen hier mit meinem Kabel und kann mich nicht mehr bewegen. Ich würde aber sagen, es war eine sehr coole Folge. Wir haben, und das muss ich ja unbedingt noch geben. Warte mal, das muss ich auch noch austesten. Warte mal, ich gehe mal kurz hier runter. Ich muss mal unbedingt meine neue Axt austesten, weil die ist so brutal. Ich baue mal kurz ab. 75 Holz. Wir brauchen keinen Biber mehr. Wir brauchen gar keinen mehr. 100. Zwei Schläge aus einem Baum, 100 Holz. Es geht ratzfatz. Zack, hier wieder 66. Die Dinger, kann das sein, dass sie auch schneller umkippen dann? Sind die schneller aufgebraucht sozusagen? Ja, könnte.
sein. Ja, ja, klar, du machst mehr Schaden. Dann müssen ja schneller kaputt gehen. Die haben ja bestimmt die, das kippt hier alles. Ich sterbe übrigens. Ich wegen diesem Leech, glaube ich. Weiß nicht, was die gegen machen. Irgendwas muss er doch machen, um die raus. Kannst Absammeln. Du ihn mir rausziehen? Du musst ihn mir, glaube ich, rausziehen. Kannst du ihn mir rausziehen? Warte. Hier, ich bin neben dir. Schnell, ja, sonst sterbe ich. Ja, ich muss kurz die Sachen. Ich bin so schwer. Ja, okay. Ich stehe direkt neben dir. Wie geht das nochmal? E draufdrücken. E und dann Promote Admin, Banish. Ah, hold, remove Leech. Ja, zieh ihn raus. Oh, ist danke. Ab? Ja, ja. Oh mein Gott, okay. Der hat die ganze Zeit Leben gezogen. Ich hab den Effekt, kann man an Rexchen den auch rausziehen? Muss man ja eigentlich, ne? Ja. Ich häng hier fest. Sonst verliert er auch die ganze Zeit Leben. Okay, ich hab's rausgezogen bei Options. Rexchen. Wo ist denn das? Behavior. Bei E gedrückt halten und dann oben rechts. Ja, remove Leech. Der hat ja sogar zwei dran. Hat der noch einen? Ne, jetzt nicht mehr. Komme ich jetzt mittlerweile eigentlich direkt wieder drauf? Ah, ich glaube, ich bin direkt wieder drauf gekommen. Yes! Ja, ultra geil. Was wir damals nie so richtig krass hatten, glaube ich, in unseren Let's Plays, bei Dizzy Versus Dinos, ist so richtig krass Werkzeug, oder? Also, ich erinnere mich auf jeden Fall an einen coolen Crossbow oder so hatten wir mal. Vielleicht auch mal eine Pike. Aber, oder wurde das damals noch nicht so krass angezeigt, dass man so farbige Sachen in der Hotbar hat? Weil jetzt hat man so eine goldene Axt unten in der Ja, es sieht auf jeden Hotbar. Fall cooler aus, dass man direkt die Farben sieht, ja. Also entweder wir hatten damals nicht so krasse Sachen. Ich glaube, wir hatten mal welche, so 130% sowas, glaube ich, erinnere ich, aber nichts richtig krankes. Aber so richtig krass noch nicht, ne? Ja. Also richtig, richtig cool, Freunde. Vielleicht wird jetzt auch mehr gedroppt, vielleicht hatten wir auch mehr Glück, vielleicht wird es auch nur anders angezeigt, man weiß es nicht. Aber wir sind hier unterwegs mit unseren zwei Rexen. Ich finde, es war eine sehr coole Folge. Wenn es euch heute auch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und morgen um 14 Uhr geht es dann wieder weiter beim DNR, Freunde. Nochmal einen kleinen Abschluss-Schiss hier ins Wasser. Und wir sehen uns dann morgen wieder, Freunde. Take this easy, nehmt das Leben zuerst. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.